Ein neu eingerichtetes Krankenhaus der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen im irakischen Qayyara unweit von Mosul. Bis vor kurzem lebten die Einwohner noch unter der Herrschaft der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat, ohne Zugang zu medizinischer Behandlung. Die nächste Notaufnahme ist Stunden entfernt. Mohammed Mahmoud ist beim Spielen eine Mine in der linken Hand explodiert. Sein Vater hat ihn in die Notaufnahme gebracht. Das Krankenhaus ist neu. Früher mussten wir bis nach Erbil fahren und man konnte keine Medikamente auftreiben. Es gab nichts. Gott sei Dank ist ihm diesmal nichts Schlimmeres passiert. Der Andrang in der Klinik ist groß. In der ersten Woche haben die Ärzte rund 250 Patienten behandelt. Das Gesundheitssystem ist völlig zerstört worden. Alle Bereiche des Alltags sind betroffen. Die IS-Miliz hat die Infrastruktur ruiniert. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf die Gesundheit der Menschen. Der Alltag kehrt langsam in die Stadt zurück. Auch der Markt hat wieder geöffnet. Doch in der Ferne erblickt man dunklen Rauch, der von brennenden Ölfeldern aufsteigt, von Dschihadisten in Brand gesetzt, die vor den Kämpfen in Mosul flüchten.